Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Premiere Pro Tutorial. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr Lower Thirds oder auch Bauchbinden genannt erstellen könnt. Ja, ihr kennt ja bestimmt meinen Lower Third, also den ich bei allen meinen Videos verwende. Den seht ihr jetzt auch hier nochmal. Da blende ich eben verschiedene Sachen damit ein. Dafür sind Lower Thirds eben auch gedacht. Einfach um Informationen, Namen von Personen oder ja, normalerweise eben allgemein Informationen einzublenden. Und ich möchte heute einfach euch zeigen, wie ihr das Ganze erstellen könnt und dann auch mit Premiere Pro verwenden könnt. Allerdings erstellen geht nicht direkt mit Premiere Pro. Dazu braucht ihr zwei andere Programme aus der Adobe Creative Suite. Und zwar sind das zum einen Photoshop und After Effects. Wer jetzt so ein Bundle hat, wie zum Beispiel die Production Premium Suite, da ist das natürlich alles dabei. Ansonsten gibt es da auch Testversionen oder ihr könnt die natürlich auch so kaufen. Ja, als erstes müsst ihr natürlich mal eure Bauchbinde sozusagen mal designen. Und das macht ihr mit Photoshop. Das ist, denke ich mal, klar, denn fürs Designen oder fürs grafische Design ist natürlich Photoshop zuständig. Alles, was ihr jetzt entwerft, alles, was nachher da sein soll, muss hier geschehen. In After Effects tut ihr es nur noch animieren und in Premiere Pro dann in den Schnitt einbauen bzw. den Text verändern. Ja, das haben wir jetzt hier schon mal geladen. Das ist eben diese Bauchbinde, die ich immer verwende. Grafisch, designtechnisch bin ich gar nicht mal so bewandt. Deswegen seht ihr hier, das Ganze besteht bei mir aus zwei Ebenen. Eben hier das iMac-Logo mit dem Wallpaper, das ich schon mal erstellt habe. Und eben hier dieses Element mit dem grauen Rauschen, das zum Beispiel auch bei meinem Channel-Background drin ist. Also aus dem besteht das Ganze eben. Und was ihr jetzt machen müsst, ist einfach hier eure Bauchbinde oder euren Lower Third designen. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt das hier einfach mal bei Google oder so eingeben und euch da ein paar Inspirationen holen. Natürlich gibt es auch fertige Vorlagen. Allerdings ist es natürlich auch hier wieder so, ihr solltet was Individuelles machen, an dem ja andere Leute euch wiedererkennen können. Deswegen habe ich hier das zum Beispiel mit meinem Logo. Wenn ihr ein Logo von euch einbaut, ist das immer sehr vorteilhaft, weil es ist eben etwas so ein Eye-Catcher, sagt man, wo man gleich dran erkennt, okay, das seid ihr. Ja, also das ist eben hier so die Möglichkeit. Ihr könnt zum Beispiel jetzt auch hier einen schwarzen Balken machen und den dann ein bisschen außen sozusagen verwischen und dann nochmal einen grauen Balken drüber. Da gibt es wirklich ganz viele Möglichkeiten, da könnt ihr einfach mal ein bisschen kreativ sein. Ihr seht, ich arbeite hier mit Ebenen. Das hat nicht nur einfach so, weil man es in Photoshop so macht, damit was zu tun, sondern das hat auch noch einen kleinen Hintergrund. Denn alles, was sich nachher bewegt, muss in einer separaten Ebene sein. Also ihr seht eben hier jetzt bei mir der iMac und eben dieses Bild da unten, denn das fährt nach von unten hoch und das fährt von der Seite rein. Würde ich jetzt hier zum Beispiel irgendwie noch ein Wasserzeichen drin haben, könnte ich das in einer oder sollte ich sogar in einer Ebene lassen, also das zu einer Ebene zusammenfügen. Also das ist halt eine Sache, wo ihr drauf achten müsst, alles was sich nachher separat bewegen soll, muss eine separate Ebene sein. Gut, wenn ihr jetzt sagt, ihr seid fertig mit eurem Design, habt eure Ebenen so sortiert, wie ihr das Ganze braucht, dann müsst ihr das natürlich abspeichern. Natürlich die eine Möglichkeit, ganz klar, ihr könnt das einfach als PSD-Datei abspeichern, dann werden natürlich auch die weiteren Ebenen angezeigt und das Ganze dann in After Effects hinzufügen. Allerdings bin ich da noch ziemlich oldschool-mäßig drauf und speichere das sozusagen jede Ebene extra als Bild ab. Was ich dazu mache, ist jetzt zum Beispiel, ich möchte jetzt nur diese untere Ebene hier abspeichern, blende ich die hier einfach aus, gehe auf Datei, speichern unter oder sichern unter, hier heißt es speichern, genau, wähle hier meinen Speicherort aus und gehe hier einfach auf PNG, dann ist der Hintergrund transparent, speichere das Ganze dann ab, dann blende ich den hier wieder ein, blende das wieder aus und speichere nur das ab. Man könnte natürlich auch sagen, wenn ich hier schon das Logo habe, das habe ich bestimmt auch schon woanders gespeichert, dann kann ich das ja einfach daraus nehmen und brauche es nicht hier nochmal abspeichern, aber hier habe ich eben auch die Position und auch schon den Schatten, wie ich ihn haben will. Ja, das habe ich natürlich hier schon mal gemacht, hier ist das Ganze in meinem Ordner drin, also einmal der iMac und einmal hier nur dieses Objekt. Also hier natürlich meine Komposition ist natürlich schon fertig, aber wir machen jetzt hier eine ganz neue in After Effects. Natürlich startet ihr erstmal After Effects und geht dann hier auf das neue Kompositionssymbol und öffnet eine neue Komposition. Jetzt natürlich muss die so groß sein, wie eben eure Videomaße nachher sind. Im Regelfall ist es natürlich immer 1080p, also man rendert oder arbeitet immer mit dem größtmöglichen. Falls ihr dann mal ein Video nur in 720p haben wollt, könnt ihr einfach runterrechnen. Problem ist allerdings, wenn ihr natürlich jetzt eure Bauchbinde nur eben so breit macht für 720p und dann doch mal ein 1080p Video schneidet, dann fehlt euch halt was oder es wird einfach verpixelt, wenn ihr es hochskaliert. Deshalb lieber gleich mit einem größeren arbeiten und ich denke auch, die meisten von euch werden sowieso in den meisten Fällen mit Full HD arbeiten. Also wie ihr seht, das könnt ihr hier ganz einfach auswählen.
Hier könnt ihr jetzt noch die Framerate auswählen. Ich arbeite immer mit 25 Frames, von dem her kann ich das hier so lassen. Und die Dauer, die stellt ihr eben so ein, wie lang ihr maximal so eine Bauchbinde mal haben wollt. Ich lasse es jetzt einfach mal bei 30 Sekunden, wenn man da jetzt vielleicht mal was Größeres einblendet, hat man das. Und auch hier gilt wieder, kleiner machen kann man es immer, größer wird schwierig. Also von dem her lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Jetzt haben wir hier unsere Komposition. Natürlich, wie immer, wenn wir mit Ebenen arbeiten, müssen wir erstmal unser Material importieren. Das habe ich jetzt hier gemacht. Dann ordnen wir das mal kurz an und ziehen es hier unten rein. Oder ich kann es auch einfach hier drauf ziehen. Das wird dann automatisch angepasst. Und hier kommt jetzt noch mein iMac drauf. So, was wir jetzt machen, ist das Animieren. Wenn ihr euch nochmal erinnert, bei mir fährt das hier von unten rein und der iMac seitlich rein. Also konzentrieren wir uns erstmal auf das unten reinfahren. Dazu blende ich einfach hier mal kurz den iMac aus, damit der mir da einfach nicht im Weg ist. Und ich mache das ganz einfach. Ich denke mal, vielleicht wisst ihr schon, wie man in After Effects oder Premiere Pro animiert. Wenn nicht, dann zeige ich es euch jetzt einfach. Ja, also wir wollen jetzt hier natürlich die Position und den Startpunkt, also es soll ja anfangen, dass das gar nicht zu sehen ist. Und das kann man ganz einfach einstellen, indem ich jetzt hier einfach die Position hier nach unten ziehe und dann wird einfach meine ganze Ebene hier nach unten gezogen, so lange, bis ich das nicht mehr sehen kann. Ja, weil ich will, dass es vom sozusagen Nicht-Dasein rausfährt. Also setze ich jetzt hier einen Keyframe, indem ich auf diese Stoppuhr klicke und muss mir jetzt überlegen, wie lange soll das überhaupt dauern, bis dieser Balken zu sehen ist. Ich mache das immer so, ich klicke einfach hier auf die Leertaste, dann spiele das ab und dann denke ich mir, ja, hier wo könnte es sein, aber das sieht man natürlich dann erst nachher, kann man auch alles wunderbar nochmal verändern. Und jetzt ziehe ich das wieder auf den Ausgangspunkt hin, also dass es wieder ganz da ist, so ungefähr. Dann seht ihr, habt ihr hier euren zweiten Keyframe. Dann spielen wir es mal ab. Natürlich muss es jetzt kurz rendern und jetzt haben wir es gerendert und können es jetzt flüssig abspielen. Und dann sehe ich, das ist doch ein bisschen langsam, kann ich ganz einfach hier den Keyframe nehmen und den verschieben. Dann rendert es wieder kurz und dann kann ich mir das wieder anschauen und dann kann ich mir jetzt sagen, ungefähr so passt es. Natürlich, damit ich jetzt diesen Lower Third, wie ich ihn immer benutze, 1 zu 1 nachbauen könnte, müsste ich mir natürlich jetzt hier die genauen Zahlen merken. Das Ganze geht jetzt hier mehr oder weniger nach dem Gefühl. Okay, jetzt haben wir unsere erste Ebene animiert. Natürlich geht das auch genauso, indem ihr einfach diesen Wert hier nehmt, indem ihr das seitlich rein skaliert oder ihr könnt das einfach auch allgemein skalieren, also dass es so sich reinzoomt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da könnt ihr einfach hier mal mit diesen Parametern rumspielen. Aber ich möchte jetzt mal spezifisch auf diesen Lower Third machen, den ich benutze. Das lasse ich jetzt hier mal noch offen, denn das kann mir noch als Anhaltspunkt dienen. Und dann machen wir jetzt mit dem iMac weiter. Den blende ich jetzt hier erstmal ein. Und wie ihr wisst, ist bei mir das ungefähr halb da. Das ist einfach auch so eine Zeit, die ich damals durch Ausprobieren rausgefunden habe, wo ich das gemacht habe. Also wo das hier halb da war, fängt der iMac an reinzukommen. Das heißt, ich setze hier wieder meine Position, dass er draußen ist. Natürlich geht es jetzt hier seitlich und ich gucke, jetzt ist er auch mit dem Schatten komplett weg. Ich setze hier wieder meinen Anfangstimer, weil wenn ich jetzt hier den setzen würde, würde es natürlich schon viel früher anfangen, aber ich will, dass es da anfängt. Und dann sollte es ungefähr zeitgleich da sein. Also auch hier ist es wieder so eine Ausprobierensache und ich setze es jetzt einfach hier wieder so hin, wie ich es haben will. Und ja, der Keyframe wird dann wieder automatisch erstellt und dann gucken wir es uns mal an. Natürlich auch wieder rendern, aber ich glaube, das sieht schon ganz gut aus. Ja, das gefällt mir jetzt. Natürlich, wie gesagt, nicht Timing ist originalgetreu, aber das sieht man einfach, das hat man dann irgendwann im Blick. So, jetzt haben wir unsere Animation eigentlich schon gemacht. Was jetzt noch fehlt, ist natürlich der Text, denn um das geht es hauptsächlich bei einer Bauchbinde bzw. einem Lower Third. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch da direkt mal an. Um Text in After Effects hinzuzufügen, ist es ganz einfach. Ihr nehmt ihr euch einfach dieses Texttool und klickt dann in die Ebene bzw. in die Komposition rein und ihr könnt etwas schreiben. Ja, weil ich das schon benutzt habe, werdet ihr sehen, ist das jetzt die Originalschrift, die ich auch so eben in meinem Lower Third immer benutze. Aber das könnt ihr natürlich alles auch einstellen, wie ihr es braucht. Da ihr das als Voreinstellung nehmt, sollt ihr hier einfach irgendwas schreiben, wo ihr nachher sowieso ersetzt. Wie zum Beispiel schreibe ich immer ganz gern Titel hier. Also ganz auf Englisch eben Titel hier. Und dann kann man das Ganze hier einfach so positionieren, wie man es braucht. Ungefähr so sage ich. Also ich kann auch sagen, ich will es doch vielleicht ein bisschen größer, die Schriftart. Ist auch kein Problem. Zieht man es einfach hier ein bisschen größer. Ja, jetzt braucht man aber beim Lower Third normalerweise immer auch noch einen Subtitle. Also ich habe hier zum Beispiel meinen Titel. Nehmen wir mal zum Beispiel eine Interview-Situation oder eine Interview-Szene, wo ihr das verwenden wollt. Habt ihr hier den Namen und hier zum Beispiel, was er macht oder warum er dieses Interview macht. Und das können wir jetzt eben hier auch noch hinzufügen. Mache ich ganz einfach auch wieder eine neue Textebene. Wie ihr seht, erstellt sich hier unten eine neue Ebene und klicke hier rein und macht es natürlich kleiner. Das sieht dann meistens besser aus oder macht beim Regelfall so, dass das dann einfach kleiner ist. Und schreibe jetzt einfach mal Titel 2 hier und ja, da ist das
T nicht ganz mitgekommen. Machen wir es einfach nochmal. So. Und ihr seht, ich wähle dann hier wieder dieses normale Mauszeigersymbol aus und dann habe ich das Ganze hier. Das kann ich gucken, ja, ungefähr so das Größenverhältnis gefällt mir. Auch hier die Anordnung finde ich auch in Ordnung. Jetzt natürlich sollte das auch animiert werden, denn wenn ihr gar nichts macht, dann habt ihr das Problem, ist das einfach von Anfang an da und das sieht natürlich ziemlich doof aus. Also ihr solltet irgendwas machen. Ich habe es jetzt so geregelt, dass es sich einfach nur einblendet, also mit der Deckkraft. Das ist was sehr Simples, aber ich finde, es passt zu dem Design. Ansonsten könnt ihr natürlich hier auch wieder vom Gleichen ausgehen, dass zum Beispiel das von der Seite reinfährt, von unten reinfährt. Da ist eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt, also das könnt ihr ganz so machen, wie ihr das braucht. Ja, dazu geht ihr jetzt eben in eine Textebene rein. Welche ihr jetzt hier als erstes nehmt, ist eigentlich relativ egal. Und dann seht ihr hier diesen Punkt Deckkraft. Jetzt müsst ihr natürlich auch wieder nach dem Timing gucken und sozusagen gucken, wann es da, also wann es ganz da sein soll. Und ich sage jetzt ungefähr hier, ja, wenn sich das schon fast, der Rest fast ganz aufgebaut hat, möchte ich, dass es anfängt, dass sich hier die Textebenen aufbauen. Das heißt, ich mache auch hier wieder eine Stoppuhr bei der Deckkraft. Das geht natürlich etwas schneller, denn hier soll das ein bisschen, ja, sozusagen flüssig ablaufen und dann soll das Ganze schneller gehen. Aber hier muss ich jetzt bei meiner Start, bei meinem Start-Keyframe gucken, dass das Ganze eben hier genau auf dem Punkt ist und dann kann ich das Ganze nämlich erstmal auf 0 runterziehen. Denn es soll ja bei 0 anfangen und also es soll ja nicht zu sehen sein und dann sich langsam aufbauen. Ich habe jetzt einfach hier mit dem unteren angefangen, das ist aber ganz egal. Und wie gesagt, eben ein bisschen kürzer machen und dann hier wieder auf 100%. Und dann, ja, seht ihr mal gleich, wie das jetzt hier bei dem einen aussieht. Das wird einfach so weich eingeblendet. Und das gleiche mache ich jetzt auch hier. Hier möchte ich jetzt, dass es zeitgleich geht. Ja, man kann das hier auch wieder zeitversetzt machen, funktioniert genauso. Aber ich habe es jetzt eben für mich so rausgefunden, dass es wieder passt. Und hier auch wieder darauf achten, dass es am Anfang auf 0 ist. Und ziehe es jetzt hier rüber. So, und mache es wieder auf 100%. Und dann muss es noch einmal kurz wahrscheinlich rendern. Genau, und dann können wir uns das anschauen, wie das so aussieht. Ja, wir haben jetzt hier unseren Text, wir haben die Animation. Es baut sich sehr schnell auf, denn meistens ist es so, man hat ja nicht, außer es ist gerade ein Interview, gerade wenn man was hat, wo man sehr schnell hintereinander schneidet, ist es natürlich so, dass man vielleicht für so eine Einblendung nicht viel Zeit hat. Das wäre natürlich dann ärgerlich, wenn zum Beispiel erstmal 5 Sekunden für den Aufbau drauf gehen. Erst dann hat der Zuschauer Zeit, sich das Ganze durchzulesen, wenn da noch ein bisschen mehr steht. Der Clip aber schon irgendwie nach 8 Sekunden zu Ende ist und ihr sollt das Ganze auch noch irgendwie ausblenden, das wird natürlich dann sehr knapp alles und das sieht auch irgendwann komisch aus. Deswegen gucke ich eigentlich immer, dass der Aufbau zwar schön aussieht, aber auch recht schnell geht. Also ihr habt gesehen, es ist eigentlich hier alles komplett in circa einer Sekunde, wenn man hier unten an die Timeline guckt, also 1,2 Sekunden ungefähr passiert, aber es sieht trotzdem noch flüssig aus. Ja, was ihr jetzt machen könnt, ist das Ganze einfach abspeichern, als sozusagen Vorlage, einfach sichern unter, wo ihr das auch immer dann abspeichert und immer ja, aufrufen könnt. Und was wir uns jetzt anschauen, ist mal, wie man das Ganze in Premiere Pro dann weiterverwendet. Also im Editing-Workflow würde das jetzt bedeuten, wir haben jetzt unsere Vorlage sozusagen wieder geöffnet, natürlich erstellt man die nur einmal und da die jetzt geöffnet und möchte jetzt so ein Lower Third hier in Premiere Pro in ein Projekt einbauen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mein iPhone 5 Unboxing genommen und da möchte ich jetzt einfach so eine ganz normale Einblende haben mit iPhone 5 Unboxing, wie das eben immer so ist bei meinen Videos am Anfang. Ja, und was ihr jetzt eben hier machen müsst, ist, wie ich das schon gerade erklärt habe, erstmal dieses Projekt öffnen, weil ihr könnt jetzt den Text nicht in Premiere Pro verändern. Ihr müsst den hier in After Effects verändern. Also, weil ihr könnt ja da nicht diese Voreinstellung stehen haben, sonst ihr wollt ja da euren spezifischen Text haben. Und das müssen wir jetzt eben mal einstellen. Ja, das geht ganz einfach. Ihr wählt wieder hier eure voreingestellte Ebene aus, geht wieder auf das Textsymbol und schreibt jetzt eben hier dann rein, was ihr da stehen haben wollt. Ich gebe jetzt hier zum Beispiel einfach ein, ganz passend für dieses Video, iPhone 5 und unten dann Unboxing. Einfach hier markieren und das Ganze dann hinzufügen. So, und dann können wir das hier noch anpassen, aber das passt eigentlich so, also man könnte jetzt hier noch was verschieben, aber das müsste eigentlich ganz gut so aussehen, ja, also mir gefällt es zum Beispiel so. Und was ihr jetzt machen müsst, ist das Ganze natürlich wieder als eine andere Datei abspeichern. Wenn ihr es jetzt einfach nur abspeichert, also zum Beispiel auf dem Mac Command S drückt, dann ist natürlich das als eure Vorlage gespeichert und das wollt ihr natürlich nicht, sonst ihr wollt ja eure Vorlage behalten. Das heißt, ihr geht hier wieder auf Ablage und auf Speichern unter und speichert das jetzt eben passend zu eurem Projekt ab. Ich mache es jetzt hier ganz einfach auf dem Schreibtisch und ich gebe jetzt hier zum Beispiel einfach mal Lower 2 ein, weil ich habe da schon Lower 1 in dem Projekt drin.
Klick hier auf Sichern und das Ganze ist gespeichert. So, was ich jetzt mache, ist wieder mein Premiere Pro reingehen und jetzt muss ich natürlich diese After Effects Komposition bzw. diese Projektdatei importieren. Gehe also hier rein, ziehe meine Projektdatei da rein und dann ist eben hier dieser kleine Import-Assistent und ich wähle jetzt eben hier die Komposition aus. Denn in einem After Effects Projekt kann man ja mehrere Kompositionen haben. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt ein längeres Video habt mit mehreren Untertiteln, könnt ihr da einfach mehrere hinzufügen, indem ihr die jeweilige Komposition, also die eine, die ihr erstellt habt, diese Vorlage, immer wieder im Projekt kopiert. Was ihr gerade gesehen habt, ist so ein kleiner Grafikbug, der einfach immer wieder auftaucht in Premiere Pro, aber das macht nichts, das funktioniert trotzdem. Dann könnt ihr hier auch gleich mehrere hintereinander haben, das ist auch kein Problem. Also ihr müsst nicht unbedingt, wenn ihr nur ein Video habt, für jeden einzelnen Untertitel eine neue Datei abspeichern. Also öffnen wir das Ganze hier einfach mit OK, das Ganze wird importiert und wir haben die jetzt hier drin. Ja, was ihr jetzt macht, ist es einfach wieder an diesen Zeitpunkt reinziehen, wo ihr das Ganze haben wollt, einfach in die Videoebene darüber. Also falls ihr jetzt hier nochmal was habt, wie zum Beispiel ein Bild oder sowas, ihr macht es eben immer auf die oberste Videoebene, weil es wäre doof, wenn der Untertitel von irgendwas überdeckt werden würde, weil ihr dann den ja gar nicht sieht oder man den eben nicht sieht. So, also ich ziehe das jetzt einfach hier rein. Ich sage, ich möchte jetzt ungefähr hier haben. Dann fängt jetzt hier mein Untertitel an. Ihr seht das Ganze, das Video spielt ab. Und ich sage jetzt so, okay, da ist jetzt nicht viel Text drauf. Jetzt muss eigentlich der Zuschauer das Ganze gelesen haben. Was ich jetzt mache, ist natürlich, ihr habt einmal die Möglichkeit, wenn ihr eine festgelegte Zeit habt, dass ihr das dann schon irgendwie in After Effects wieder mit dem gleichen Schema wieder abbaut. Aber ich finde, viel einfacher ist es einfach, hier das Pimpetten-Tool zu nehmen. Und dann hier einfach in zwei Keyframes setzen und das Ganze dann mit der Deckkraft sozusagen ausblenden. Was ihr auch immer habt bei After Effects Komposition ist die Audio. Natürlich habt ihr da normalerweise keine Audio drin. Das heißt, ihr macht es ganz einfach so, ihr haltet Alt auf eurer Tastatur gedrückt, klickt das Ganze an, dann wird nur eure Audiospur ausgewählt und drückt eben die Entferntaste auf eurer Tastatur und schon ist die weg, weil die braucht ihr nicht. Und auch hier seht ihr, jetzt ist eigentlich das ausgeblendet, das Videomaterial oder die Clipspur, die ihr jetzt noch habt, braucht ihr eigentlich auch nicht. Könnt ihr einfach wegcutten oder auch einfach hier bis eben zum Keyframe hin wegschieben und dann kann ich euch mal zeigen, wie das Ganze jetzt hier auch beim Abbau aussieht. Ja, ich habe nun auch endlich eins geholt, es ist schon circa 2 Monate auf dem Markt. Und dann wird das Ganze einfach ausgeblendet. Natürlich, wie schnell das geht, könnt ihr hier anhand den Keyframes dann eben beeinflussen. Ihr habt gesehen, es war noch nicht ganz so flüssig, das liegt daran, da es natürlich noch nicht gerendert wurde, diese Komposition. Das heißt, wenn ihr dann noch mehr Animationen drin habt, wird das manchmal noch ein bisschen hakeliger, aber das macht nichts, sobald dann das Video eben exportiert bzw. einmal auch im Premiere Pro gerendert wurde, wird das Ganze mitgerendert und es läuft ganz flüssig. Ja, soviel zu dem Thema, wie ihr Untertitel bzw. Lower Thirds mit Premiere Pro oder besser gesagt für Premiere Pro erstellen könnt. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich für euch. Wenn ja, dann lasst es mich doch mit einem Daumen nach oben oder auch in den Kommentaren wissen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.